So, ach, da ist es doch schon. Hast du die Fleischwurst, Kumpel? Bin dabei. Mein Fleischwurst. Ach so, ich muss erst noch. Ah, okay, weil er jetzt meinte, dass wir uns im Labor treffen. Haha, ich habe wieder nur die Hälfte gelesen. Okay, das heißt, wir müssen zur Kantine, Cafeteria. Kim. Kim war doch die Verkäuferin hier. Also Verkäuferin. Na, die. Genau. Ich hab was für dich. Was ist das? Ein Foto? Irgendwelche komischen chinesischen Zeichen? Von einem Vogel? Du machst also Bilder? Yeah, ich hab's für dich gemacht. Als kleines Danke für deine harte Arbeit. Echt süß von dir, Sally. Danke. Ich habe mich gefragt, ob du mir sagen kannst, woher die Schule die Fleischwurst bekommt. Warum bist du so sehr an der Fleischwurst interessiert? Oh, naja, meine Freunde und ich mögen die echt gerne und wollten wissen, wo wir sie herkriegen. Sie wird hier hergestellt von Frau Peckerton. 100% Rindfleisch. Einmal in der Woche bringt sie es von der Farm. Hier, ich gebe dir noch etwas Fleisch extra, als Danke für das hübsche Foto. Danke vielmals. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Wurst. Okay, perfekt. So, das heißt, wir müssten jetzt wieder zum Labor zurück. Habe noch mehr Fleischwurst. Perfekt. Kim sagt, dass Frau Peckerton sie herstellt. Boah, keine Chance, Kumpel. Sie lebt in einer Wohnung. Wie kann sie denn das Fleisch für sie, für die Cafeteria selbst herstellen? Oh ja, ich habe total vergessen, dass sie dort wohnt. Ich sehe sie so gut wie nie. Vielleicht ein oder zweimal, seit ich eingezogen bin. Sie kommt meist spät nach Hause. Ich glaube, sie hat mehrere Jobs. Lehrer werden nicht so gut bezahlt, wie ihr vielleicht denkt. Also ist es ganz normal. Wie auch immer, wenn Frau Peckerton zu Hause ist, macht sie sehr viel Lärm, nicht überhörbar. Was jetzt? Sollen wir Peckerton über die seltsamen Seiten ihrer Arbeit fragen? Oder versucht ihr es mit einem Detektivding? Ich weiß nicht so recht. Was denkst du, Cell? Lasst uns etwas herumschnüffeln, bevor wir zu ihr gehen. Ich mag es nicht, wie sie bis jetzt zu sein scheint. Wenn etwas Verachtenswertes hier los ist, sollten wir es Peckerton nicht wissen lassen, dass wir rumschnüffeln. Ja, gut mitgedacht, Sally. Okay, warum gehen du und Larry euch nicht in Frau Peckertons Klassenzimmer umsehen, während alle Lehrer in der Pause sind? Trott und ich untersuchen weiter die Fleischwurst. Genau, was ich mir gedacht habe. Wir kommen bald zurück. Larry, du musst für mich die Augen offen halten. Warte vor der Tür und sag mir Bescheid, wenn wer kommt. Du hast's verstanden. Ja, genau. Pult. Verdammt, sie hat ihre Schreibtischfächer verschlossen. Weißt du noch, wie man ein Schloss knackt? Wie, wo ich es dir gezeigt habe? Hä? Ja, aber da ist kein Schlüsselloch. Ein Zahlenschloss? Scheiße, wie sollen wir das bloß aufkriegen? Lass mich mal sehen. Ja. Ich hatte doch. Ah, genau, bei dem Pi da oben. Da ist mir vorhin ja schon aufgefallen, dass die Zahlen so komisch abgetrennt waren. Versuchen wir das mal. 3141. Achso, da muss ich drücken. 3-1. Achso. Die 1 war schon drin. Offen. Gut gemacht, Kumpel. Was ist darin? Nur ein Haufen Mathepapiere und. Wartet, da ist ein Geheimfach. Wieso wartet? Ist doch nur einer. Mann, das ist ein seltsames Zeug. Was ist es? Bin mir nicht sicher. Okay, Ritualgegenstände von der Hexe. Ganz eindeutig. Kristalle unten, Kräuter sind dabei. Ich denke, das sind auch Kräuter. Ne, das sind Gewürze, okay. Glasgefäße, in denen sich vermutlich Gewürze befinden. Sind das Zutaten? Wieso ist der Schädel eines Vogels hier drin? Irgendwie gruselig. Kristalle, die sehen ziemlich cool aus. Ich frage mich, wozu Peckerton die braucht. Oh, ein seltsames Objekt aus Metall erinnert mich an Jims Trickbox. Ah. Aber wieso Jim? Die hatte ich doch jetzt dabei. Die könnte noch wichtig sein. Ich sollte sie lieber mitnehmen. Okay. Da ist noch eine Menge.
Nee, da ist noch eine andere Metallbox wie die, die. Scheiße. Passiert es wieder? Ja, ich. Sens. Bist du sicher? Du könntest dehydriert sein. Du hast nichts am Mittag gegessen. Geschafft. Hä? Es ist endlich vorbei. Aber kein Problem. Sehen wir noch Todd und Ashley. Diese Rechtschreibfehler. Hey Jungs, wir haben was Seltsames in Pekkertons Pult gefunden. Wie kommt ihr mit den Tests voran? Bis jetzt keine Zeichen von gefährlichen Chemikalien oder Bakterien. Auf jeden Fall denke ich, sind wir uns alle einig, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht. Was immer es ist, lasst es uns nicht Chuck sagen für den Moment. Als wir ihm gesagt haben, dass sie keinen Hackbraten mehr anbieten, hatte er fast einen Herzinfarkt. Ja, Esch hat recht. Lasst es uns im Geheimen halten, bis wir uns ganz sicher sind, was hier los ist. Ich denke mal, alle wissen, was wir jetzt zu tun haben. Ich versuche einfach mal die Rechtschreibfehler zu überlesen. Was ist echt schwer. Verdammt, ich werde es schon wieder verpassen. Ich muss auf Ben aufpassen, bis meine Eltern heimkommen. Vielleicht kann ich danach helfen. Etwas später am selben Tag. Ich brauche ein bisschen, damit es funktioniert. Kein Problem. Ich muss mich vorher eh noch um was kümmern. Okay, wir treffen uns in Tots Zimmer, sobald alles fertig ist. Perfekt. Cool. Kommt euch das auch so vor, als ob die Grafik irgendwie schlechter geworden ist? Was müssen wir jetzt machen überhaupt? Trefft euch in 202, okay. Okay, das wäre dann hier. Hast du's? Fangen wir an. Bevor wir anfangen, solltest du lieber deinen Super Gia Boy holen, sicherheitshalber. Ah klar, super Idee. Bin gleich wieder da. Hä? Okay, warum habe ich den jetzt nicht mehr in meinen Sachen drin? In meinem Inventar drin, das wollte ich eigentlich sagen. Hier, ne? Okay, ich denke mal, dass das dann im Zimmer ist. Super Cheer Boy. Tasse Tee. Ja, hier sind anscheinend die Sachen, die ich vorhin hatte. Was ist denn das für ein Bild? Das kann man gar nicht angucken. Huch. Ist ja cool. Ich drücke hier einfach mal so wahllos ein bisschen drauf. Schauen wir mal. Was ist das? Da ist was drunter. Da ist etwas unter dem Bett. Das ist ein altes Foto von Mama. Ich dachte, Papa hätte sie alle weggeworfen. Hi, Mom. Ich vermisse dich. Ich hoffe, du hast jetzt wenigstens deine Ruhe. Auf der Rückseite ist eine handgeschriebene Notiz. Henry, du bist mein Licht in der Dunkelheit. Ich kann gar nicht glauben, dass wir einen kleinen Jungen bekommen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Alles ist so perfekt. In Liebe, deine Diane. Ja, ich weiß selber, dass alles, was perfekt ist, auch plötzlich ein schnelles Ende finden kann. Papas Computer läuft, aber ich kenne sein Passwort nicht. Vielleicht finde ich es ja irgendwie raus. Passwort. Zahlen. Zahlen, Passwort. ich bin überfordert. Habe ich irgendwas? Ja. 713 vielleicht? Ich könnte das jetzt mal eben auf die Schnelle ausprobieren. Nee, ist es nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das kann ich aber auch nicht anklicken. Nee. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal wieder zurückgehe. Ich sollte ja.
Oder kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Der Kater ist verschwunden. Okay. Sal, ich musste heute noch mal zurück auf die Arbeit. Ich komme erst spät. Es sind noch Reste im Kühlschrank, aber wahrscheinlich isst du eh wieder bei Lisa und Larry. Tut mir leid, dass wir uns in letzter Zeit zu wenig gesehen haben. Vielleicht schaffen wir es ja mal am Wochenende. In Liebe, Papa. Okay. Wer füttert eigentlich die Katze? Also irgendwie ist das da... Boah, habe ich mich jetzt erschrocken? Ups, entschuldige, Gizmo. Ich wusste nicht, dass du hier drin bist. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nochmal wegen den Schlaftabletten gucken, aber okay. Dann stören wir den Kater nicht weiter. So, da müsste ich ja theoretisch jetzt alles haben. Wofür auch immer. Hast du's? Fangen wir an. Ich habe die Sicherheitskameras gehackt und werde dasselbe Bildmaterial von dem leeren Gang in Endlosschleife abspielen, bis ihr beiden wieder da seid. Seid vorsichtig. Okay. Ich hab's. Super, wir sollten uns beeilen, damit wir nicht erwischt werden. Und wir betreten das unheimliche Zimmer der Lehrerin. Alter, hier stinkt's nach ungewaschenen Hintern. Ungewaschene Hintern und käsige Füße. Ach du meine Güte, hier halten wir uns lieber nicht zu lange auf. Dieser Gestank wird nicht lange zu ertragen sein. Sieh dir das Bild an. Was, wenn Packerton wirklich nur auf einer Farm arbeitet? Ich weiß nicht, das Bild gibt mir ein komisches Gefühl. Mich fröstelt's richtig. Ja, voll. Ich merke das auch total. Sehen wir uns mal um. Okay. Also das Bild finden die komisch. Es sind ziemlich viele Windeln. Glaubst du, Mrs. verwendet sie alle selbst? Gut möglich, Kumpel. Packerton ist dein Urgestein. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Wie widerlich. Da hat wer nicht richtig gespült. Wann hat sie das letzte Mal dieses Badezimmer geputzt? Okay, also hier scheinen keine Aktivitäten zu sein. Hier ist auch nichts. Gefriere. Da drinnen ist kiloweise Fleischwurst, gefrorenes Gemüse und noch andere Lebensmittel. Wirklich nichts Verdächtiges. Ist irgendwann was komisch an dem Kühlschrank? Nein, nur Sachen, die man dort erwarten würde. Aber da ist ein Vorhängeschloss im Kühlschrank. Kriegst du das auf? Klar, gib mir eine Minute. Okay. Dann sehen wir uns erstmal hier weiter um. Verschlossen. Und da ist so ein komischer Mechanismus am Türknopf. Okay. Die Zeiger. Ich hab's. Ja. Hat die Uhr dich jetzt getriggert? Okay, machen wir es auf. Okay. Ich wusste es. Es sind Ziegen. Verdammte Scheiße. Ich wusste es. Und ekelhaft. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Schauen wir mal, ob wir in dieses Schlafzimmer kommen. Okay. Das ist ein sehr seltsames Schloss. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen kann, aber ich werde es weiter versuchen. Okay, was war jetzt mit der Uhr? Die Zeiger der Uhr stehen auf 3.14 Uhr. Wenn ich sie bewege, wandern sie trotzdem wieder in diese Position zurück. 3.14 Uhr? Okay. Kann man da irgendwie... Wir haben doch hier dieses Klebepads aus dem Chemielabor, aber die kann man nicht benutzen. Und es sind auch keine komischen Aktivitäten hier irgendwie beim Bild oder so. Was ist das?
Okay. Hey, Kleiner? Ja. Was zur Hölle war das? Eine Geisterziege. Das sollte mich nicht überraschen, aber ich habe es definitiv nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. 10:47 sehe ich jetzt gerade, ob das irgendwas mit der. Vielleicht müssen wir jetzt 10:47 einstellen. Was ist mit dem Radio? Warum ist das an? Moment, 10:47? Ich höre die Uhr. Okay. 10:47 Uhr. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Okay. Ändert sich das vielleicht? Nee, oder? 10:47 Uhr immer noch. Okay. Da sind auch keine Zeichen, Ziffern oder irgendwas. Ja. 10:47 Uhr, 10:25 Uhr. Theoretisch könnten wir die jetzt alle durchprobieren, aber ich denke mal nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat. Das wäre dann ja eigentlich zu einfach. Hier sind auch keine Zahlen. Moment. Ich meine, die Ziege ist ja nicht umsonst aufgetaucht. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was die gesagt hat, wollte ich jetzt gerade sagen. Wenn ich jetzt wüsste, was die eben gebürgt hat. Die hat doch immer bäh, 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 bäh. Hat die das drei- oder viermal gesagt? Ich könnte das mal, also mit einem 1-2er-Code probieren. Oder das ist jetzt einfach so weit hergeholt. Ja. 1-2. 2-1 vielleicht. Oh, Moment, die Uhrzeit ist aber drin geblieben. Okay. 1-2-1-2 vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mal bäh, 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 bäh gesagt und. Oh! Oh, das erste Schlafzimmer wurde damit aufgeschlossen. Gehen wir es uns ansehen. Okay. Ich dachte mal, ich denke zu kompliziert. Da ist wer drin. Okay. Hallo? Ah, Mr. Pickerton. Hallo. Beziehungsweise Kello steht da. Oder Aello oder sowas. Ich glaube nicht, dass er dich hören kann. Du hast recht. Sieht so aus, als wäre er so etwas wie einen vegetativen Zustand. Alter, ist das eklig. Und da kommt doch sicher der Gestank her. Schauen wir uns schnell um, damit wir ja schnell wieder raus können. All diese Berichte sprechen von Mr. Pecktons Tod. Wenn er tot ist, wer liegt dann in dem Bett? Was ich wissen will, warum sind hier so viele vollgemachten Windeln? Im Ernst, was zum Teufel? Ich weiß, was du meinst. In diesem Apartment wird mir total schlecht. Du glaubst doch nicht, dass sie. Nein, nein, vergiss es. Daran möchte ich gar nicht denken. Wenn die mysteriöse Zutat menschliche Exkremente wären, hätte Todd das doch sicher im Labor festgestellt, nicht wahr? Denke schon. Okay, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach. Okay.
Sind Sie Mr. Pekerton? Bitte einmal blinzeln, wenn Sie mich hören können. Hallo? Okay, anscheinend kann er dich nicht hören. Ja, das haben wir eben schon. Ich dachte, vielleicht kommt da noch was Neues. Hey, Sallyface, ist das nicht echt eine beschissene Station? Hey, das ist furchtbar. Haha. Jo. Ich kann ja auch nichts rausziehen oder so. Also anscheinend... Gibt es hier vielleicht einen Hinweis auf eine Uhrzeit oder so? Könnte das eine Uhrzeit sein? Ich werde jetzt schon total... also nach dem Motto 0202 oder sowas? Die Zeitschriften. Ja, das ist toll. Ich würde nur gerne jetzt hier rausgehen. Hä? Aber dann irgendwas. Klebeband. Keycard. Ach, Moment. Ja. Okay. Mein Junge, bitte. Hilf mir. Wie kannst du... Bist du tot? Ich bin irgendwo dazwischen. Leidend. Seit einer Ewigkeit. Hat Mrs. Pekerton Ihnen das angetan? Früher haben wir uns geliebt. Das dachte ich zumindest. Ja, das ist Ihr Werk. Bitte, du musst mir helfen, damit mein Leiden endlich ein Ende gesetzt wird. Was ist in der Fleischfabrik Fleischwurst drin? Fleischwurst? Ich fürchte, darüber weiß ich nicht viel. Dieser Raum ist mein Gefängnis, mein Grab des ewigen Leidens. So werde ich niemals von hier entfliehen können. Wie kann ich Ihnen helfen? Du musst diese entsetzliche Maschine abschalten. Aber ist das nicht... Würde dann nicht... Dann hat mein Leiden endlich ein Ende. Ich kann endlich Frieden finden. Aber bist du dir sicher? Bitte, mein Kind, du musst dich beeilen. Sie wird bald zurückkommen. Okay. Ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Du hattest keine Wahl, Kumpel. Der Arme leidete unter solchen Schmerzen. Es war, was er wollte. Ja, ich denke schon. Es ist nur... Oh, shit. Scheiße, sie ist zurück. Schnell, hinter den Kasten. Falls wir es nicht lebend rausschaffen. Ich liebe dich, Kumpel. Ich liebe dich auch. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte, weißt du? Dasselbe gilt für dich, Kleiner. Hey, tut mir leid, wenn ich die Stimmung zerstöre, aber was zur Hölle ist dieser Ort eigentlich? Ashley, du hast uns zu Tode erschreckt. Das sieht man euch an. Mann, ich bin froh, dich zu sehen, Ash. Ich dachte, das wär's mit uns. Ich dachte, du musst auf Benjamin aufpassen. Mein Vater kam früher nach Hause, also konnte ich gleich hierher fahren. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Ich... Ist das Mr. Pekerton? Ist er... Ja, das war er. Jetzt hat er endlich Ruhe. Verdammt. Und bitte erzähl mir nicht, dass das in die Fleischwurst kommt. Hoffe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da ist immer noch ein Raum, den wir uns nicht angesehen haben. Da müssen wir unbedingt noch rein, bevor wir gehen. Oh, sieh dir das an.
Während wir uns versteckt haben, habe ich diesen Schlüsselring unter den Kasten gefunden. Einer der Schlüssel öffnet sicher die Tür zum anderen Schlafzimmer. Sehen wir uns das an. Mir ist alles recht, solange wir nur aus diesem Raum können. Okay, cool. Wir sind drin. Und wir hätten besser draußen bleiben sollen. Was zum... Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Noch so ein verflixtes Kombinationsschloss. Oh nee. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Immer diese Kombinationsschlüsse. Ich bin gerade am Überlegen. Also 1, 2, 3, 4 und 5 sind richtig. Aber bei 6 ist die 4, bei 7 ist die 3, bei 8 die 2. Das muss doch irgendwas bedeuten. Aber ob das jetzt ein Code ist, ich weiß es nicht. Das ist wie ein Schlachthaus da drin. Ja. Also ich denke mal, dass es immer noch irgendwas mit diesen Punkten und Strichen zu tun hat. 1. Punkte und Striche. Die Punkte gehen bis 5, die Striche allerdings auch. Die Punkte gehen... Wir haben bis 6 hier drin. Oder hat das was mit den komischen Fingerabdrücken oder was das sein soll? Auf der linken Seite zu tun? Ich probiere erstmal die kleinen. Das wären dann 1, 4, 1, 3. Oh! Das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Oh. Wir haben uns damit auf jeden Fall übernommen. Wir brauchen Hilfe. Das sind keine Knochen. Was? Hier sind keine Knochen. Es ist alles nur Fleisch. Kumpel. Nein, komm schon. Esch hat recht, wir sollten Hilfe holen. Siehst du es nicht? Niemand kann uns helfen. Alles, was hier passiert, wird verschleiert. Der Kult, Lake, Charlie, Frau Sanderson. Wer weiß sonst noch, was hier versteckt ist? Wir können der Polizei nicht trauen und wir können unseren Eltern nicht sagen, weil sie uns zur Polizei schicken würden. Sie haben uns noch nie etwas geglaubt. Also, was machen wir? Ich weiß es nicht, aber es wird immer schlimmer. Packerton zerstückelt Leute und serviert sie den... Ich glaube, ich werde eine Fleischwurst nie mehr wie früher sehen können. Und? Und was? Sie haben mich gefragt, weshalb ich Fleischwurst nicht esse und ich habe ihnen erzählt, warum. Bei all den fantastischen Geschichten, die sie uns erzählt haben, wäre es doch spannend zu hören, was danach passiert ist. Weshalb sollte ich ihnen noch mehr erzählen? Sie glauben mir ohnehin kein Wort meiner Erzählungen. Und die Ereignisse werden ohnehin nur immer unglaublicher. Außerdem werden sie es ohnehin so zuschreiben, dass die Zuschauer glauben, ich wäre verrückt. Wenn sie uns die Geschichte bis zum Ende erzählen, wird sie als Ganzes ausgestrahlt, ungeschnitten. Das verspreche ich ihnen. Ich habe gehört, dass Sie Todd Morrisons Namen erwähnt haben, bevor wir hier angefangen haben. Haben Sie ihn besucht? Sie erzählen mir hier nichts. Ja, wir haben gestern mit ihm gedreht. Geht es ihm gut? Ist er immer noch im Krankenhaus?
Wissen Sie, Sie erzählen mir das Ende der Fleischwurstgeschichte und ich erzähle Ihnen von Todd.